Ein YouTuber wurde abgemahnt, weil er erklärt hat, wie man die Bild.de-Adblock-Plus-Sperre umgeht. Was es damit auf sich hat, erklären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und falls ihr regelmäßige Konsumenten der Bild-Zeitung online seid, das ist Bild.de, dann habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass ihr gar nichts mehr angezeigt bekommt, sofern ihr einen Adblocker aktiviert habt. Ja, klar, jetzt posten die alle doch wieder drunter, Schmierblatt lese ich sowieso nicht. Aber nach wie vor ist das noch eine der meistgeklickten deutschen Internetseiten, sodass vielleicht der eine oder andere sich da zumindest, um die Fußballergebnisse zu checken, doch mal hin verirrt hat. Wie dem auch sei. Springer hat sich überlegt, dass man künftig keine Nutzer mehr mit Adblocker drauflassen möchte, denn ansonsten kriegt man gar nichts mehr angezeigt. Im Vorfeld hatte Springer mehrfach versucht, Adblock zu verklagen, haben wir hier alles ausführlich mal dargestellt. Hat aber verloren. Jetzt also der neue Trick: einfach keine Nutzer mehr drauf lassen mit aktiviertem Adblocker. So, jetzt kam ein YouTuber auf die Idee zu beschreiben, wie man denn diese Adblock-Sperre wieder umgeht von Springer und wie man dann wieder auf Bild.de kommt. Er hat das also sehr detailliert in seinem Video beschrieben. Das wollte Springer aber überhaupt nicht sehen und hat den YouTuber sofort abgemahnt. Und es kam dann die Fragestellung auf, können die das? Mit welcher Begründung können die das? Dummerweise gibt es jetzt schon eine Begründung, mit der die das können, nämlich vom Landgericht Hamburg, meine ich. Denn nicht nur dieser eine YouTuber wurde abgemahnt, sondern auch der Betreiber von Adblock Plus. Im Forum vom Adblock Plus hatte jemand ebenfalls, genau wie der YouTuber, beschrieben, wie man die Sperre umgeht. Und da ist Springer hingegangen und hat erstmal Adblock Plus angeschrieben und gesagt, so, nimm das mal raus aus dem Forum, da hat ein User beschrieben, wie man die Sperre umgeht. Nö, haben die gesagt, das ist kein Rechtsverstoß, das bleibt jetzt stehen. Und dann ist Springer hergegangen und hat vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung erwirkt gegen Adblock Plus. Und die Richter haben diese Einstweilverfügung sogar erlassen, weil argumentiert worden ist, die Beschreibung sei eine Umgehung technischer Schutzmaßnahmen, die aus Urheberrechtsschutzgründen eingeführt worden seien. Hätte ich es nicht selbst gelesen, dass das die Begründung des Landgerichts Hamburg ist, ich hätte immer gesagt, das kann nicht als Argument greifen. Aber offenbar hat hier das Landgericht Hamburg sich entsprechend überzeugen lassen. Doch, das darf man nicht vergessen, das ist jetzt hier nur eine einstweilige Verfügung. Das bedeutet, vorgetragen hat in diesem Gerichtsprozess erst einmal nur Springer und nicht Adblock Plus. Die werden sich sehr sicher dagegen wehren und dann auch versuchen, das Argument zu kippen, dass allein die Beschreibung hier im Forum eine Umgehung der technischen Schutzmaßnahmen sein könnte. Und jetzt kommen wir auf die Ausgangsfrage: Was bedeutet das für unseren YouTuber? Nun, auch er müsste sich mit dieser Argumentation vorwerfen lassen, in der Beschreibung in dem YouTube-Video eine Umgehung der technischen Schutzmaßnahmen begangen zu haben. Wie der Fall ausgeht, das werden wir hier auf diesem Kanal berichten. Erstmal würde ich davon abraten, weitere YouTube-Videos zu drehen, denn zumindest das Landgericht Hamburg geht davon aus, dass das Erklären einer Sicherheitslücke bzw. einer Umgehung, eine Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen im Sinne von, ich glaube, 95a Urheberrechtsgesetz ist. Also bitte da vorsichtig sein, sonst kann es eine Abmahnung geben. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.